im Islam. Ich wollte euch kurz an dieser Stelle auch was sagen, weil ihr habt sicherlich alle von dieser ganzen Sache in Mönchengladbach und so weiter gehört. Und viele Muslime waren demotiviert und so weiter und so fort. Liebe Geschwister im Islam, das ist kein Grund, um demotiviert zu sein. Ganz im Gegenteil, das ist etwas, was mich nur noch mehr motiviert und was mir zeigt, dass das, was wir machen, richtig ist. Denn ihr müsst wissen, es gibt keinen Propheten, der nicht auf die Probe gestellt wurde. Es gibt keinen Propheten, der nicht der Lüge bezichtigt wurde und über den gelogen wurde. Und das ist nur ein Weg. Es geht nicht um einen Verein, Einladung zum Paradies oder um eine Internetseite, egal wie sie heißt. Es geht um den Islam. Wenn heute eine Tür zugemacht wird, wird morgen eine andere Tür aufgemacht. Der Prophet alaihi salatu wassalam, der wurde aus Mekka vertrieben. Und Allah hat ihm Medina gegeben. Musa alaihi salam wurde ins Wasser geschmissen als Baby in einem Korb, um ihn zu retten vor dem Pharao. Und wo ist er gelandet? Beim Pharao im Palast. Und der Pharao hat sich um ihn gekümmert. Das heißt, vielleicht erscheint hier irgendetwas als negativ und Allah weiß, was er Gutes da reingelegt hat. Und ich will euch sagen, es gab einen Mann, zu dem gesagt wurde, Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. O du Eingehüllter, stehe auf und warne. Und dies war der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Und dieser Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, ist aufgestanden. Und dadurch, dass er aufgestanden ist, sind Hunderte mit ihm aufgestanden und Tausende mit ihm aufgestanden. Und dadurch, dass diese Hunderte, Tausende aufgestanden sind, sind Millionen aufgestanden. Und mit der Zeit hat sich die Umma etwas zur Ruhe gesetzt. So wie der Prophet alaihi salatu wassalam gesagt hat, إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أثناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم. Wenn ihr euch mit einer gewissen Art von Zinsen beschäftigt und wenn ihr an den Kuhschwänzen festhaltet und zufrieden seid mit dem Anbauen von Getreide und wenn ihr das Bemühen auf dem Weg Allahs unterlasst, so wird Allah Erniedrigung auf euch herabsenden und die wird er erst wieder wegnehmen, wenn ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Und Umar al-Khattab radiallahu anhu, der hat gesagt, Nahnu qawmun azzana Allah bil-Islami, fa'idhi ibtagayna al-izzata bi-ghayrihi, azzallana Allah. Wir sind ein Volk. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wir sind ein Volk. Allah hat uns Stolz durch den Islam gegeben. Wenn wir den Stolz in etwas anderem suchen, wird er uns erniedrigen. Und diese Zeit ist gekommen, dass es zur Erniedrigung kam, dass die Muslime erniedrigt wurden, insbesondere in vielen muslimischen Ländern. Aber ich sage euch eins, inshallah ist heute die Zeit gekommen, dass einer aufsteht und mit ihm Hunderte aufstehen und mit ihm Tausende aufstehen und dadurch Millionen aufstehen und dadurch der Islam wieder seinen Platz kriegt, den er verdient. Oben. Alhamdulillah. Deswegen sage ich euch, seid niemals Skeptiker und seid verzagt niemals und verzweifelt niemals, denn Allah ist mit uns. Allah sagt im Koran, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا النَّصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und deswegen sage ich euch hier, hier, ein Pierrvogel, der kann gestoppt werden. Ein Pierrvogel kann morgen tot sein, heute noch. Ja? Aber den Islam kann man nicht aufhalten. Und ihr seid die Zukunft vom Islam. Ihr seid die Jugend des Islams. Und ihr müsst euch vornehmen, etwas zu tun. Und deswegen sage ich euch, organisiert euch. Wir wissen, viele Moscheen sind eingeschüchtert. Viele Moscheen haben Angst, die Wahrheit zu sagen. Trefft euch in euren Wohnungen. Trefft euch in eurer Wohnung, ladet die ganzen Vorträge runter. Trefft euch zusammen mit einigen Brüdern, 10, 20 Brüder oder 10 Brüder oder 10 Schwestern
und schaut euch die Unterrichte gemeinsam an. So schaffen wir es in Deutschland, tausende kleine Dawa-Zentren aufzumachen. Alhamdulillah, es hat schon angefangen. Es geht nicht um mich und es geht nicht um irgendeine Person, sondern es geht um die Religion.